Werde frei, löse dich von den Ketten des Arbeitnehmertums, lebe deinen Traum und werde selbstständig. Guten Morgen! Selbstständigkeit als Lösung für dein Leben. Ja, nie zuvor war es so einfach, selbstständig zu werden. Nie zuvor in der Geschichte der Menschheit konnte man mittels Crowdfunding Produkte verkaufen, die noch nicht einmal hergestellt sind. Und noch nie war es möglich, so viele Menschen dank des Internets so einfach und schnell zu erreichen. Also lasst uns alle selbstständig werden! Nein! Ich habe das Gefühl, dass in all diesen Hype und den Rummel um tu was du liebst und starte dein eigenes Business auch mal eine starke Gegenposition vertreten werden sollte. Aber Christian, du hast doch vor 2 Wochen hast gesagt, dass man tun sollte was man liebt und auch den Mut aufbringt es umzusetzen. Ja, das habe ich. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wenn ihr eindimensionale Reproduktion von Argumenten für ein und dieselbe Sache immer wieder hören wollt, dann seid ihr bei mir falsch. Eure Lebensqualität steigert sich nicht dadurch, blind wie die Lemminge irgendwelchen Internetgurus zu folgen, sondern Lebensqualität, tatsächliche Lebensqualität steigt proportional mit dem Umstand, wie bewusst ihr Entscheidungen trefft. Das Ergebnis dieser Entscheidung, das ist egal, da man auch bei negativem Feedback wieder bewusst aus diesen Fehlern lernt. Bei positivem Ausgang ebenso. Da übernehme ich auch gerne mal eine Argumentationsposition, die nicht meiner eigenen Meinung entspricht. Hier dazu auch das Video, ich bin nicht das Video, oben in den Infokarten. Also und erstens um euch praktisch aufzuzeigen, dass ich selber das lebe, was ich in einem bewussten Leben propagiere, also diese differenzierte Betrachtung, und zweitens um euch in der Tat bei der ein oder anderen Thematik Argumentation aufzuzeigen. Zeige, die im aktuellen YouTube-Bewusstsein einfach zu kurz kommen. Ich möchte euer Leben verbessern und da ihr eben nicht eine Person seid, also eine konkrete Person seid, der ich konkrete Handlungsanweisungen vorschlagen kann, folgt der Hauptteil meiner Videos dem generellen Ansatz, einfach die Bewusstheit zu erhöhen und dadurch auch so eine Splittung der verschiedenen Meinungen. Es geht immer um die Bewusstheit und dann könnt ihr eine für euch eigenständig gültige und individuelle Entscheidung ableiten. Heute möchte ich euch die Schattenseiten der Selbstständigkeit aufzeigen, damit ihr bei einer Entscheidung bezüglich einer beruflichen Umorientierung mehr Entscheidungsfaktoren und damit ein realistischeres Bild, ein bewussteres Bild bekommt. Ich bin selber seit ich 18 Jahre bin, zumindest seit ich 18 bin legal, selbstständig gemeldet. Ausnahme waren mal 2 Jahre lang ein Arbeitnehmerdasein. Das heißt, seit 20 Jahren gehe ich diesen Weg. Aber ihn als Allheilmittel gegen ein unbewusstes Leben im Hamsterrad zu propagieren, das ist in meinen Augen falsch. Die Selbstständigkeit, gerade heutzutage aufgrund der vielen Online-Erfolgsgeschichten, erscheint für die meisten Menschen wie ein Land, in dem es Bananen regnet und die Häuser aus Melonenfleisch sind. Wer selbstständig wird, hat, und da gebe ich diesen ganzen Videos und den ganzen Blogs einfach recht, wer selbstständig wird, der hat mehr Freiheit. Daran gibt es auch überhaupt nichts zu rütteln. Man trifft seine Entscheidung und es gibt keine übergeordnete betriebliche Person, die einem irgendetwas vorschreibt. Das ist auch der Grund, warum ich selber selbstständig bin. Aber diese Freiheit geht auch damit einher, dass man das Potenzial hat, den Karren gegen die Wand zu fahren. Wenn man alles selbstständig entscheiden kann und keiner da ist, der einen daran hindert, dass man nicht irgendwelche größeren Dummheiten macht, ohne dass ein Kollege existiert, der das irgendwie wieder ausbügeln kann, dann ist eben die Chance gegeben, dass man eben den Karren gegen die Wand fährt. Aus diesem Zusammenhang entsteht allerdings dann auch ein Druck, der sich Verantwortung nennt. Wenn man dazu noch eine Familie zu ernähren hat, da erhöht sich der Druck noch einmal. Bist du wirklich fähig, diesen Druck auszuhalten? Ich nenne dieses Argument bewusst als erstes, da viele selbstständig werden, weil sie den Druck auf der Arbeit nicht mehr aushalten. Ich kann euch eines versprechen, der Druck in der Selbstständigkeit, der wird noch viel höher. Da gibt es anfangs keinen, der euch eure Aufträge besorgt, da gibt es keinen, der nochmal drüber schaut und auch keinen, der für eure Fehler dann gerade steht. Im Laufe der Selbstständigkeit kann man auf jeden Fall einige Dinge auch outsourcen, aber zu Beginn, das seid ihr das Mädchen für alles. Der gesamte Druck dieser Selbstständigkeit liegt auf euch. Ihr wollt kündigen, weil ihr irgendwelche Probleme als Arbeitnehmer habt.
Ihr könnt zum Beispiel nicht so gut mit den Kollegen oder ihr habt Probleme euch den Marktgesetzen eures Berufsfeldes damit auseinanderzusetzen. Willkommen in der Selbstständigkeit. Ihr werdet noch mehr darauf achten müssen, mit Menschen gut zusammenzuarbeiten. Ihr werdet neue Marktgesetze kennenlernen, die euch anwidern, wo ihr aber immer entscheiden müsst, Entscheidungen treffen müsst, gehe ich diesen Weg oder gehe ich diesen Weg nicht. Ne? Das wird euch immer wieder, ihr werdet immer wieder Marktgesetze, die, wenn ihr gerade am Anfang, wenn ihr unbedingt das Geld verdienen wollt, weil nicht jeder ist so geeicht wie ich, der sagt, okay, Geld kommt irgendwann oder es kommt halt nicht, dann mache ich was Neues, aber den Fokus nur rein auf das lege, was ich liebe, sondern viele wollen mit der Selbstständigkeit auch relativ schnell, das heißt innerhalb von 1-2 Jahren, auch davon leben können. So. Und dann müsst ihr euch anpassen, auch den Marktgesetz. Und wenn ihr das vorher nicht mochtet als Arbeitnehmer, als Selbstständiger, dann da habt ihr zusätzlich noch die Entscheidung zu treffen. Ihr werdet echt ganz oft vor schwierige Entscheidungen gestellt werden. Und ja, was will ich damit sagen? Selbstständigkeit als Flucht vor der Arbeitnehmertätigkeit, das ist genauso problematisch in der Umsetzung wie vegan werden, weil man kein Fleisch mehr essen will. Das ist dann problematisch, das ist nicht dann einfach. Flucht vor etwas bedeutet auch immer wieder auf etwas zurückzuschauen, anstatt die Augen nach vorne zu richten. Und das, das ist quasi ja immer mit Ängsten und mit negativen Gefühlen vor etwas verbunden. Und so werden die Probleme, die man vorher als Arbeitnehmer hatte, sich auch in der Selbstständigkeit im neuen Gewand wieder manifestieren und präsentieren. Nur wer selbstständig werden möchte, weil er die positiven Dinge in der Selbstständigkeit liebt, für den ist die Selbstständigkeit tatsächlich ein Versuch wert. Also wenn du die Dinge nicht liebst von deiner Arbeitnehmertätigkeit und deswegen selbstständig werden willst, dann würde ich dir echt zur Vorsicht raten. Wenn du an der Selbstständigkeit Dinge liebst, die du unbedingt haben möchtest, die Freiheit, dann werde selbstständig. Und das, gibt dir dann auch dieser Fokus nach vorne, gibt dir dann auch die Kraft, das Bild, was du dir in deinen Vorstellungen gemacht hast, dieses dann auch tatsächlich umzusetzen, also dieses Bild dann auch zu malen quasi. Ne? Die Vorstellung, was ich möchte, ist das Bild, das große. Aber das Bild muss gemalt werden. Und dieses Malen, das könnt ihr dann umsetzen, indem ihr euch wirklich sagt, okay, ich werde selbstständig. Ne? Ideen an sich sind wunderbar, aber die Umsetzung, das ist das Entscheidende. Eine schlechte Idee umgesetzt bringt dir aufgrund der Erfahrung viel mehr als eine brillante Idee, ein brillantes Bild, was du im Schubkasten deines Schreibtischs irgendwo verhungern lässt. Also die Umsetzung ist wirklich das Malen des Bildes, das ist dann auch das Entscheidende. Du musst ein Macher sein, wenn du selbstständig sein willst. Wenn du ein Problem siehst, willst du es nicht nur lösen, sondern du machst es und du bist bereit zu scheitern. Langes Zaudern und Überlegen ist Inaktivität und Inaktivität wird dir als Selbstständiger ganz schnell zum Verhängnis. Selbstständige müssen auch lernen, die wichtigen Dinge herauszuarbeiten und diese als erstes anzugehen, müssen erstmal analysieren ihre gesamte Arbeit. Wenn du einfach nur deine Aufgaben abarbeiten willst, dann bist du 24 Stunden am Tag beschäftigt und du kommst immer wieder in die Situation, Deadlines nicht einhalten zu können. Als Selbstständiger kannst du potenziell den ganzen Tag arbeiten und wenn es nur ist, dass du im Internet durch Forenbeiträge Arbeit an deiner Homepage oder Kaltakquise versuchst, neue Kunden zu generieren und zu akquirieren. Und das alles musst du auch lieben. Das kommt auch noch dazu. Das bedeutet, wenn du Fahrräder liebst, das zusammenschraubst, heißt es noch nicht, dass du dich damit auch selbstständig machen solltest. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Teil davon. Aber eventuell ist es für dich optimaler, mit dem Rad täglich zur Arbeit zu fahren und in deiner Freizeit ein bisschen an den Rädern rumzuschrauben. Vielleicht ist das die optimale Entscheidung für dich, aber Arbeitnehmer zu bleiben. Und nicht die Tätigkeit als solches steht im Vordergrund. Es ist lediglich die Basis. Das heißt, wenn du etwas tust, wenn du etwas machen möchtest in deiner Selbstständigkeit, was du liebst, dann ist das gut und das ist eine Basis und das sollte auch so sein. Aber es ist nicht alles. Die Selbstständigkeit an sich mit all ihrer Verantwortung, mit ihren selbstinitiierenden Prozessen und der Freiheit der eigenen Entscheidung, das müsst ihr auch lieben. Das gehört dazu, nicht nur die Tätigkeit, was ihr macht. Ihr müsst es lieben, wenn ihr Fehler macht und ihr müsst es lieben, dafür bestraft zu werden, weil ihr dadurch Erfahrungen macht, die Realität besser abbilden. Ihr habt ein besseres Bild, das ist Selbstständigkeit, das ist Erforschen. Ne? Erforschen.
Ihr müsst es lieben, täglich Ideen zu generieren und aktiv Neues zu schaffen, kreativ zu sein. Und ihr dürft nicht Orientierung bei anderen suchen, sondern ihr seid es, die Orientierung geben. Ihr kreiert in einem nebulösen Feld beim Mondenschein für andere Menschen einen Mehrwert. Ihr gebt die Orientierung. Selbstständig. Wenn du keinen Mehrwert schaffst, sondern einfach nur Geld verdienen willst, dann wirst du als Selbstständiger ebenfalls nicht glücklich werden. Du willst einen Mehrwert schaffen. Du willst wirklich was schaffen. Weil kein Mensch kann auf Dauer mit dem Streben nach Geld glücklich werden. Das funktioniert nicht. Das ist meine Erfahrung aus unzähligen Gesprächen mit selbstständigen Menschen. Und zuletzt natürlich meiner Geschichte, die ihr zuhauf euch anhören musstet. Euer Ziel muss die Freiheit und die Verantwortung sein. Nicht die Flucht vor irgendwas. Ihr wollt etwas schaffen und nicht etwas vermeiden. Nur dann und wirklich nur dann macht die Selbstständigkeit Sinn. Viele der Business-Schulen und YouTube-Kanäle leben davon, dass Menschen selbstständig werden wollen. Sie haben ja überhaupt kein Interesse daran, euch glücklich zu machen, sondern nur Interesse, euch selbstständig zu machen. Und dann wechselt ihr womöglich von einem 9-to-5-Hamsterrad in ein selbst erstelltes Hamsterrad. Die Lösung über allem von diesem, was ich gesagt habe, auch der Ausbruch aus diesen ganzen Konditionierungen und diesen ganzen Fragestellungen ist nur eine Sache. Und das ist die Bewusstheit. Ne? Oh Wunder, es ist wieder die Bewusstheit. Und die Entscheidungen, die mittels Bewusstheit getroffen werden, und die sind für jede Person unterschiedlich und können nicht in einem 10-Punkte-Plan zum Glück abgearbeitet werden. Selbstständigkeit ist eine Option, über die man nachdenken sollte. Aber keine Garantie für ein zufriedeneres Leben. Ich hoffe, ich konnte, auch wenn ich selber schon so lange zufrieden selbstständig bin, trotzdem mit dem Video etwas Bewusstheit kreieren und generieren für euch. Ich freue mich immer über Rückmeldung per Daumen und auch über Kommentar. Und wenn ihr täglich an eurem Leben arbeiten und es verbessern wollt, dann helfe ich euch Tag für Tag mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele. Alles was ihr tun müsst, ist dafür meinen Kanal abonnieren und offen sein. Tag für Tag euer gesamtes Leben. Bis morgen, euer Christian. Tschüss.